Ich kann mal wieder über mich selbst lachen, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Wo hast du das gelernt? Auf der Baumschule? Ja, Baumschule dritter Ast war ich. Ach so. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es weihnachtlich in unserem Wohnzimmer. Und zwar habe ich euch schon in meinem letzten Vlog erzählt, dass das Sofa umgestellt wird. Denn der Tannenbaum findet seinen Platz hier, genau vorm Fenster. Und deshalb muss ich alles umräumen. Die neuen Möbel sind leider noch nicht angekommen. Leider, aber auch das werde ich euch dann mit Sicherheit zeigen, wenn sie dann ankommen, wie ich alles schön hinstelle und dekoriere. Und ja, der Gärtner, der war auch da. Der hat ja schon einen Teil vorbereitet in unserer Galerie. Haben manche auch schon gesehen in meinem letzten Video. Es hat sich nämlich tatsächlich in der Treppe etwas gespiegelt, also im Glas. Ganz viele waren da sehr aufmerksam. Ich habe es natürlich beim Schneiden auch gesehen. Fand ich witzig, dass ihr es dann auch entdeckt habt. Ich zeige euch dann natürlich das Ergebnis. Er kommt jetzt um 3. Die Leiter steht auch noch da. Die muss dann eben auch später weg. Die benötigen wir jetzt aber noch, weil er ja noch alles hindrapieren möchte. Außerdem habe ich noch ein paar Spinnenweben da oben, die ich auch noch wegmachen möchte. Ja. Habe ich aber nicht geschafft übers Wochenende. Wir waren ja in der Autostadt. Das Video dazu seht ihr dann auch bald. Und morgen gehen wir dann unseren Tannenbaum kaufen. Freue mich schon riesig drauf. Das ist ein Ritual. Das machen wir immer gemeinsam mit den Kindern. Und dann dekorieren wir den Baum eben. Ich bevorzuge einen echten Baum. Also bisher hatten wir immer einen echten Baum. Ich hatte eine Kooperationsanfrage für einen künstlichen. Das wäre eine bezahlte Kooperation gewesen, so wie es jetzt ganz viele andere Blogger auch eingegangen sind, diese Kooperation, aber das wäre nicht ich gewesen, ne? Und ihr wisst, ich bin sehr authentisch und sehr ehrlich und deshalb habe ich darauf verzichtet, weil ich eben auf echte Bäume stehe. Meine Eltern zum Beispiel, die haben auch einen künstlichen Baum, sieht wunderschön aus. Auch viele von euch haben künstliche Bäume, finde ich auch richtig, richtig schön, aber ich liebe einfach diesen Geruch. Ich habe morgens zum Beispiel, wenn ich die Schiebetüren aufmache, diesen Duft dann und denke mir so, oh mein Gott, das ist so, so schön. Und deshalb habe ich, wie gesagt, auf diese Kooperation verzichtet. Jedenfalls ist hier unser Objekt und ich bin noch nicht zufrieden. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht zufrieden. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, was vorher da gehangen war. Ich blende es euch ein und wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Er hat erst angefangen, er musste dann los. Er hatte noch einen anderen Termin, was mir ganz recht war, weil ich noch packen musste, eben für die Autostadt. Und ich zeige euch jetzt mal, was bisher da hängt. Und ich bin super doll gespannt, was er jetzt daraus macht und ob es mir dann gefällt. Ja, es wird mir gefallen, doch. Ich bin nicht so kompliziert, vor allen Dingen, da hat es auch echt voll drauf. Aber es ist halt schwierig, ja, das Richtige da jetzt einfach zu finden. Und ich habe schon gesehen, dass man das Ganze auch von der Straße aus sieht. Das hätte ich nicht gedacht. Unser Leuchtobjekt, das war ja riesig, das hat man tatsächlich von der Straße aus gesehen. Ich dachte, man sieht es nicht wegen diesem Balken da, aber man sieht's. Und es war so schön beleuchtet, aber die Lichterkette, das muss alles noch weg. Und jetzt zeige ich es euch auch endlich mal, lang genug rumgequatscht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht fertig, es ist ein riesiger Kranz. Die haben den zu zweit hochgetragen mit dieser Lichterkette, nur damit man das mal sieht. Die kommt allerdings weg, weil mir das nicht gefällt, dass man eben das Kabel sieht. Da habe ich schon eine andere vorbereitet und ich bin jetzt mal gespannt, was er bringt und wie es dann am Ende aussehen wird. Ich habe jetzt mal hier geparkt. Schaut euch das bitte mal an, wie viele Bäume da stehen. Oh mein Gott, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwer, oder? Da den richtigen Baum zu finden? Nein, ich bin nicht so kompliziert, wie ich aussehe. Also, los geht's, Baum aussuchen. Guck mal da. Wie findet ihr die Nadeln? Findet ihr die gut? Ja, das ist ja das Unterschiedliche, ne? Wie der Quitterwink anders, der Tee hat wie der andere. Das war so süß, die Mama ist auch nur 1,60. Und wie findest du den? Also, ja, gut. Der ist gut, oder? Ja. Ganz schön groß, ne? Mhm. Guck mal da unten. Kannst du dann schön die Sachen dran holen. Okay? Also, holst du den Hackbeil? Ja. Hackbeil. So. Wie bei der Geburt. Yes, geboren. Da ist unser Baum.
Ah, ich bin so glücklich. Ich finde den total schön. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt zu Hause aussieht. Das ist ja dann nochmal was anderes, ne? Ich kann mir das auch immer nicht so gut vorstellen, aber ich bin jetzt schon total gespannt. Wir brauchen noch eine Lichterkette, denn die andere, die wir noch hatten, die ganz lange, die haben wir für unseren riesigen Kranz gebraucht. Und ich habe zwar noch eine ganz lange Lichterkette, aber die hat so einen silbernen, ja, wie heißt, silbernes Kabel. Weiß ich nicht. Jedenfalls sieht es nicht so schön aus. Es muss dunkel sein, damit es nicht so auffällig ist. Jetzt dann gleich am Baum. Herr Max muss mir jetzt übrigens helfen, den hochzutragen. Ich hoffe, dass er mir hilft. Und ja, wir holen jetzt aber erstmal eine Lichterkette. Lichterkette ist gekauft. Da ist sie. Ich war im dänischen Bettenlager. Knapp 30 Euro habe ich dafür bezahlt. 29,99. Und ich muss jetzt nochmal zurückfahren. Deshalb ist jetzt der Baum auch nicht mehr im Auto. Den haben wir schnell ausgeladen. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich meine Kamera im Laden vergessen habe. Ja, sowas kann nur mir passieren. Aber das sind kurze Wege bei uns. 2 Minuten war ich dort. Ich habe direkt angerufen. Die kennen mich ja, ne? Ja, Heidi, alles klar. Wir wissen Bescheid und so. Der Vorteil von einem Dorf, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Großstadt gewesen wäre. Jedenfalls bin ich sofort wieder zurückgefahren. Jetzt habe ich wieder meine Kamera, ihr merkt's. Und jetzt gehen wir hoch, den Baum aufstellen und dekorieren. Also, los geht's. Okay, der Baum steht. Ein bisschen krumm. Wie hat der Max gerade gesagt? Wie ein Döner, ein krummer Döner. Ein Kebab. Okay, der Max muss jetzt aufschneiden. Wenn er jetzt umfliegt, ne? Dann haben wir den Fail des Tages. Mit System? Was ist dein System, Max? Schneiden. Okay, der Max hat gesagt, ich soll schnell die Kamera rausholen, denn wenn er jetzt umfliegt, hätten wir es eben. Wenigstens auf Kamera. Ja. Hätten wir die Erinnerung. Ja. Oh, das riecht so gut, Leute. Das riecht so gut. Das kann euch ein künstlicher Baum niemals geben. Tut mir leid, wenn ich das sage. Aber wie gesagt, der Baum meiner Eltern ist auch immer total schön. Das ist ja auch ein künstlicher. Max, der ist gar nicht umgeflogen. Ja, der kommt noch. Es kommt noch, okay. Das heißt, ich bin schuld, dass er umgeflogen ist. Du bist immer schuld. Ich komme nicht weiter hoch, Max, weil ich bin... Ja, soll ich in den Baum reinspringen, oder? Also es war sehr schlau, dass wir das so gemacht haben, Max. Ja, das war schon echt präzise. Der hätte schon noch ein bisschen breiter sein können, ne? Na, der Baum fliegt gleich hoch. Fliegst gleich hoch. Ja, das ist... Max, du fliegst gleich hoch. Ha, ha, ha. So. Max, bitte. Ja, du hältst doch da. Sau schlau, was wir da gemacht haben. Junge, wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Das passt so, das ist jetzt der neue Schmuck. Ja, lass es so, das Leute, ist eine Kugel. Das ist einfach guck so, mal. Wir müssen sparen. Solidär, guck mal, so. Kommt da, sind auch ein paar Fäden. Ja, einfach solidär so. Mal bist du zufrieden? Guck mal, weil das sind die Engelsflügel. Hast du so schon mal einen Baum gesehen? Quasi der... Warte mal, wir müssen das hier unseren Zuschauern schon zeigen. Durch den Hagel hat die Spitze quasi weg. Und dann sind diese Triebe gekommen und das sind die Engelsflügel, schaut. So. Wo hast du das gelernt? Auf der Baumschule? Ja, Baumschule 3. Ast war ich. Ach so, okay. Doch, so habe ich mir das... Ja, immer schön vor die Kamera sprechen. Entschuldigung. Ja, so habe ich mir das vorgestellt mit den Engelsfingern hier. Aha. Guck, das hat nicht jeder Baum. Ja, das könnte auch ein Teufels... Ja, das hat Jasmika auch gesagt. Nee, das ist kein Teufel. Jetzt helf mir mal, diese Dinger hier abzumachen. Das ist Schmuck. Ja. Was machst du da? Harmlos. So entstehen also deine Snaps, ja? Ja. Ja, Bella. Gefällt dir der Baum? Bella, nicht so wedeln, sonst fällt er um. Der ist nicht ganz fest. Also ich habe mir das so überlegt. Hier hinten ist ja unsere Bella sehr gerne. Die schaut hier immer, wann der Postbote kommt. Und deshalb ist es genau richtig, dass hier die Wedel nicht so buschig und rausragen, aber dann dafür hier vorne. So, seht ihr? Das passt wunderbar. Und hier ist dann eben auch dieses Engelsteil, ne? Die Flügel. So habe ich mir das vorgestellt, dass wenn man drauf schaut, dass man das so sieht. Ja, das ist jetzt so mein Plan. Bist du fertig mit deinem Snap? Ja. Okay, Staubsauger steht bereit. Wir müssen nämlich jetzt das alles wegsaugen, wenn wir fertig sind mit Dekorieren. Soll ich dir die Kuchen immer dann geben? Wohin? Wohin möchtest du? Also wir haben jetzt die Farbe. Sollen wir auch die Lederlinie nehmen? Was meinst du? Ich würde sagen, solche können wir weiter nach oben.
Ja, aber gefällt dir die Farbe so an sich? Die so zusammen mit Silber? Ja? Ja, so Henkel. Okay, dann machen wir erstmal die Silberne. Okay. Lucky? Kann dein einen Arsch mehr lernen? Ja. Hängen sie nur nicht so weit vor, weil guck mal, sonst durch dieses Schwere. Ja, Lucky, doch. Ist so schön. Weg. Die sind voll schön, oder? Was haben wir noch? Das war auch gerade total lustig beim dänischen Bettenlager. Da war eine Frau. Die hat vor mir bezahlt und ich hatte keine Payback-Karte dabei. Dann habe ich sie gefragt, ob sie meine Punkte haben möchte. Ne? Hat sie sich total bedankt, war richtig lieb. Also die hat sich so gefreut. Und ich denke mir so, naja, ist doch total okay. Ne? Ich habe ja meine Karte eh nicht dabei, bekommt sie halt meine Punkte. Die Lichterkette hat ja 30 Euro gekostet. Und vor lauter Payback-Karte und so habe ich dann meine Kamera liegen gelassen. Ne? War natürlich wieder klar. Aber die Leute sind auch immer ganz verwundert, wenn ich sie an der Kasse vorlasse, zum Beispiel, wenn die nur ein paar Teile haben. Ich habe ja dann doch meist mehr. Ja, und dann freuen die sich halt immer total, weil ich die vorlasse. Und ich denke so, ja, also ne, die Minute kommt jetzt auch wieder nicht drauf an. Ich habe es zwar immer eilig, das wisst ihr ja, aber ich freue mich ja auch, wenn mich immer jemand vorlassen würde. Nur mich lässt nie jemand vor. Aber es ist nicht schlimm, weil, naja, ja. So viel zum Thema eine gute Tat am Tag. Aber war das gerade so, wenn du? Wenn du möchtest. Ich habe noch die hier. Cool. Die finde ich besonders schön. Ja. Die sind auch so schön. Schau mal. Ah. Die können. Der Baum ist übrigens nicht perfekt. Also die Farben passen vielleicht nicht ganz so gut zusammen. Und so. Der ist jetzt nicht wie in einem Möbelhaus. Ist mir aber auch überhaupt nicht wichtig. Darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Meine Kinder haben hier auch ganz viel gebastelt, habe ich ganz viele Sachen dabei. Oder solche Sachen hier, das sind halt so Erinnerungsstücke. Und darauf lege ich viel mehr Wert als auf irgendwie voll den perfekten gemalten Baum. Der ist halt speziell, das ist halt unser Baum, ne? Ja. Der Familie M. So, jetzt schauen wir mal, ob die Lichterkette reicht. Aber ich denke schon. Boah, ich hasse es dann, das Ganze zu entwirren. Geht es euch genauso? Hier habe ich noch so eine Zuckerstange. Schau mal. Die hast du letztes Jahr bekommen. Alexa, spiele etwas Weihnachtliches. Ich habe keine weihnachtlichen Songs gefunden. Was? Wieso hat die keine weihnachtlichen Lieder, die Alexa? Alexa mag dich nicht, Max. Ja, läuft bei dir, Max. Das ist für komische Musik. Das ist Christmas Musik, ja? Ja. In den Charts auf Top. Okay, schon. Auf Platz 12, ja. Hier am besten von dort. Oder willst du die Lichterkette dran machen? Nee, ich will die nicht. Ich kann es nicht. Typisch Max, der ey. Ob da irgendeiner dann sagt, ey Leute, da war der aber zu weihnachtlich drauf. Konzentrier dich mal mit unserem Baum. Der soll besonders schön werden. Fokussiert. Deswegen habe ich dir gerade deine Kugeln an den selben Platz gehen. Du kannst ja ein bisschen singen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann fang mal an zu singen. Ja, ich kann aber nicht singen. Ich will zwar deinen Richie heiraten, aber der will ja mich nicht. Der hätte mir ja mal ein bisschen was beibringen können. So, abends. Wenn der Ballerina Girl für mich singt. So, was hast du jetzt für Farben? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Lila, du hast blau. So, bitte schön. Ja, wir müssen den nochmal ein bisschen. Ja, abhängen, oder? Hätte ich auch gesagt. Dann fangen wir mit dem Abhängen an. Nee, das fällt mir noch nicht. Ich muss kurz. Du stehst halt direkt vor der Kamera. Es ist halt so. Der Max, der veräppelt mich, Leute. Der stellt sich extra vor die Kamera. Das macht er extra. Schimpf mal mit Max. Freunde der Sonne. So, hier, bitteschön, nimm dir deine Leiter.
dein Job. Okay. Das ist ein Männerjob. Ja. Finde ich. Ja, weil es am Schluss dann heißt, löst sich ja für Kakao. Genauso wie tanken, das ist auch so ein Männerjob. Keiner tankt für mich. Ich hasse tanken. Leute, ich hasse tanken. Wenn ihr auch tanken hast, dann schreibt es mal in die Kommentare. Mit dem Hashtag, ich hasse auch tanken. Hey, das würde mich mal interessieren. In Italien ist es ja immer voll cool. Und zwar fährst du da zur Tankstelle hin und da stehen dann Männer und die tanken dir das Auto. Und dann kriegst du halt deine Quittung. Kostet halt vielleicht ein paar Cent mehr. Ja, okay. Ja, ein paar Cent. Ja, ein paar Cent kostet schon mehr, aber den Service würde ich definitiv in Anspruch nehmen. Glaubt mir. Ich hasse es, die Finger stinken dann danach. Ja, es gibt auch Handschuhe, bla bla, aber ich hasse es trotzdem. Ich hasse es. Max, wir brauchen. Mach mal das am besten da hoch, Schatz. Was? Das da hoch am besten, oder? Ja, Mann. Ich bin hier gekommen. Mach das schön ordentlich, Max. Der Max verarscht mich schon wieder. Schaut mal, was er gemacht hat. Ist nicht sein Ernst, oder? Ist nicht sein Ernst. Mach die Lichterkette jetzt ordentlich. Das ist ein Stern. Du musst da oben. So ist ein Stern. Du musst noch die Spitze abschneiden, Max. Max, fall nicht runter. Du solltest Friseur werden. So, jetzt ist eine Spitze. Guten Morgen. Wir haben es gestern leider nicht mehr geschafft, den Tannenbaum fertig zu dekorieren. Ich zeige euch aber gleich, wie er dann aussieht, wenn er fertig ist. Ich muss auch noch mein Adventsgesteck fertig machen. Unglaublich. Ich weiß, am Sonntag ist schon der zweite Advent. Aber wir waren ja am Wochenende in der Autostadt und davor hatte ich es auch nicht geschafft, ein schönes Adventsgesteck zu machen. Ich war heute Morgen noch schnell bei DM, weil ich noch Kerzen gebraucht habe. Das muss ich jetzt alles noch schön dekorieren. Und dann kommt es auf den Tisch und unser Tannenbaum, wie gesagt, der ist jetzt auch noch nicht fertig. Da hinten steht auch noch die Leiter. Ich musste den nämlich oben befestigen, weil er gestern tatsächlich umgefallen ist. Und die ganzen schönen Kugeln waren schon dran. Ja, wie man sehen kann. Big Fail, mehr Realität und so, ne? Naja, okay, also wir dekorieren jetzt mal weiter. Ich mache das Gesteck fertig und dann hole ich euch nochmal dazu. Und so sieht jetzt unser Leuchtobjekt aus. Bitte wundert euch nicht, hier hängt ganz schön viel dran. Es ist noch nicht zu 100% fertig. Die Lichterkette, die kommt noch weg, weil es einfach zwei verschiedene Farben sind. Wir haben das nur mal ausprobiert. Hier steht auch noch die Leiter, da klettere ich gleich hoch und mache die Lichterkette noch weg und optimiere das Ganze noch. Mir gefällt es auch nicht, dass man hier noch das Kabel sieht. Also wie gesagt, das ist noch nicht die 100%ige Lösung. Ich weiß, es hängt wirklich viel dran, aber ihr müsst ja auch bedenken, dass es ein wirklich großer Raum ist und wenn man jetzt hier nur was Kleines hinhängt, dann kommt es natürlich nicht so gut zur Geltung. Aber ich werde euch auch hier natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr weiterhin meine Vlogs schaut, dann seht ihr, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Also wie gesagt, ich kletter jetzt hier hoch. Und hier steht jetzt unser Tannenbaum. Die Kinder sind schwer verliebt. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich muss das Ganze allerdings noch optimieren, weil ich hier wegen dem Engel nicht richtig hochgekommen bin. Da brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Ich werde die Lichterkette dann noch ein bisschen umdrapieren. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit unserem Baum. Wir müssen den auch noch ein bisschen umstellen so. Aber ja, wie gesagt, bisher sieht er so aus. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie er dann wirklich im Endeffekt zu 100% aussieht, dann könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Dann seht ihr eben auch unsere Weihnachtsdeko, wie sie dann zu 100% aussieht. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne, besinnliche Vorweihnachtszeit mit euren Lieben. Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss!